Jo Leute, was geht? Heute reagieren wir mal auf das Ende von Los Santos, Freunde. Denn ein riesiger Sandsturm wird in Los Santos wüten, Freunde. Und wie das am Ende aussieht, Leute, wie das wirklich in einem richtigen Los Santos-Film aussieht, das werden wir auf jeden Fall heute erfahren. Wie gesagt, Leute, der Dezember ist auf jeden Fall los. Das heißt, täglich für euch Videos am Start. Also jeden Tag schaltet auf jeden Fall ein, immer Unterhaltung hier am Start. Und ich würde sagen, Leute, falls es euch gefällt, lasst gerne ein Like da. Und vergesst nicht, kostenlos zu abonnieren. Wir starten aber jetzt direkt mit dem Video, Leute. The End of Los Santos 8 Sandstorm. Übrigens, checkt natürlich, Leute, das Video auch von Painkiller Pill aus. Hier, Leute, eingeblendet. Checkt ihn auf jeden Fall aus, Leute. Er hat diesen Film gemacht. Richtig geiler Mann auf jeden Fall. Link dazu in der Beschreibung. So, also hier sieht man schon, hier bildet sich schon so ein Sandsturm, Leute. Und Franklin chillt erstmal hier ganz normal auf der Liege. Der denkt sich, ach, ganz easy, Leute. Es ist ein wunderschöner Tag in Los Santos. British Airways, okay. Die fliegen wohl nach Los Santos. Und yo, man sieht da hinten schon, was sich da bildet, Freunde. Aus dem Nichts, aus dem Meer heraus, kommt einfach so ein Sandsturm. Man sieht Franklin, Michael, Amanda, Jimmy und Tracy, wie die wieder auf dem Weg nach Los Santos sind. Wahrscheinlich fahren die im Urlaub, vielleicht in Los Yankton. Und oh mein Gott, das sieht auf jeden Fall heftig aus. Und ich glaube, spätestens jetzt denkt sich Franklin auch, Junge, 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 da kommt auf jeden Fall was auf uns zu. Ja, der sieht es. Ja, was ist das, Kollege? Und jetzt die Frage. Jetzt muss man Vorkehrungen treffen. Wie wird man sich schützen? Kriegt, ja, erstmal ein passendes Outfit aussuchen, natürlich. Man kennt es, Franklin. Oh mein Gott, Leute, der Sandsturm kommt. Wo auch immer der herkam. Es könnte auch ein Superheld gewesen sein, der einfach diesen Sandsturm gespawnt hat. Und man sieht schon, der drängt auch schon Fahrzeuge zur Seite. Also das ist auch noch ein sehr, sehr schneller Sandsturm. Höchst gefährlich, Freunde, höchst gefährlich. Okay, ich glaube, Franklin, die Jacke wird dir nicht ausreichen. Du hättest noch irgendwie einen kompatiblen Helm oder sowas dazu nehmen sollen. Oder irgendeine Schutzmaske, sowas. Aber ja, naja, nehmen wir halt Chop mit. So, und schön in dem Franklins getunten Buffalo S unterwegs. Und jetzt, wohin fährt er? Wohin fährt er? Oh mein Gott, Leute, Los Santos wird angegriffen. Oh, sogar Gewitter ist da am Start. Ah, wie wird das ausgehen? Oh, Junge, Alter. Ganz gefährlich, Alter. Oh mein Gott. Franklin, was macht er jetzt? Warum steigt er hier aus? Er will der Chop in ein Hotel bringen, oder was? Wieso nimmst du den nicht gleich mit? Hey, warte, warum nimmt er sich Ausrüstung? Ich weiß nicht, was passiert. Oh mein Gott. Okay, und das Flugzeug sieht auch, ey. Flughafen ist lost. Wir müssen zum anderen Flughafen, wahrscheinlich an die Militärbasis. Aber Michael, bin ehrlich, es ist besser, wenn ihr weiter in der Luft bleibt. Die Frage ist nur, wie lange reicht das Kerosin? Wie lange kann man in der Luft bleiben? Das kommt halt drauf an. Weil weit und breit ist keine andere Insel. Außer die, die wahrscheinlich jetzt am 15. Dezember kommt in Los Santos. Ah, ich glaube, Franklin hat sich hier in den Bunker verschanzt. Oh mein Gott. Ja. Ja, man sieht's. Alter. Das ist krass. Er hat fast schon die ganze Innenstadt eingenommen. Wo ist Franklin? Warum gehst du jetzt in ein Hochhaus? Ich weiß nicht. Schützt ihn das? Kann sein, ne? Es kann sein. Aber was, wenn auch das Apartment von innen komplett mit Sand vollgeschüttet ist? Boah, jo, man hört auf jeden Fall. Da ist was los. Oh mein Gott. Ah, oh, ja, perfekt. Ich wusste gar nicht, dass Franklin noch ein extra Apartment hat und das sogar noch mit so Jalousien, metallischen Jalousien abdichten kann. Na, aber gut. Ich glaube, da ist er auf jeden Fall safe. Ja, okay. Da ist die Maske. Da ist die Maske, die ich meinte, Freunde. Sandsturm ist mittlerweile komplett angekommen in Los Santos. Und spätestens die Leute, die jetzt auf den Straßen unterwegs sind. Warum seid ihr nicht zu Hause? Oder im Keller? Irgendwo. Seht ihr, die Leute können nicht mehr Auto fahren. Unfälle. Ohne Ende. Alter. Ein Hydrant, der... Oh, Junge, Alter. Das geht hier komplett ab. Es eskaliert. Die Grove Street. Die Grove Street ist verloren, Leute. Da herrscht nicht mehr die Grove Street Families oder die Ballers. Ich wollte gerade einen schlechten Witz machen. Mir fällt aber nichts mit Sand ein. Oh, Mann. Oh, schöne Autos hier. So viele schöne Autos. Alle zerkratzt. Alle zerkratzt. Und nicht nur das. Stimmt, Leute. Der Sand bildet sogar, als wäre der Schnee. Der Sand baut sich hoch. Der überflutet Los Santos komplett. Oh mein Gott, das ist kein normaler Sandsturm. Das ist einfach ein Sandregen? Sandschnee?
Das ist ein unfassbar großer Sandsturm, Leute. Dass der jetzt mittlerweile schon meterhohe Sanddünen gebildet hat. Und Trevor denkt sich... Easy, Leute. Alles... Nein, selbst bei Trevor ist es angekommen. Eieieiei. Okay. Selbst Trevor muss sich rüsten, Leute. Wir haben ihn ja schon in der letzten Episode gegen Siren Head gesehen, im Siren Head Tornado. Dass er in diesen Tornado reingefahren ist, Freunde. Um sich gegen Siren Head zu stellen. Wie es am Ende ausgegangen ist, Leute, checkt das Video gerne mal aus. Es war auch ein Video von Painkiller Pill übrigens. Alter, und er fährt natürlich, Leute, man kennt Trevor. Der will sich sofort der Gefahr stellen. Er fährt frontal rein. Ja, okay, du kannst auch schon gerne die Straße mit benutzen. Naja, Hauptsache... Junge, mach doch nicht alles kaputt. Ja, hallo, da ist die Straße, Trevor. Da, der arme Kaktus. Hallo. Wo hast du deinen Führerschein gemacht? Wahrscheinlich bei Emanation oder so. Oh, Mann. Junge, wenn der denkt, dass die Maske einen wirklich hält, das ist sogar nicht mehr abgedeckt. Egal, ich sag gar nichts. Hoffentlich kriegt das, zieht das durch. Jo, wie er sich einfach traut da auch noch raus. Du willst nicht mit einem Helikopter fliegen. Du willst... Du bist nicht normal. Trevor, du bist nicht normal. Ich sag's ernsthaft. Trevor, du bist... Leute, der wird abstürzen. Lasst ein Like da, wenn Trevor es schaffen soll. Like da lassen, Leute, damit Trevor es schafft. Aber ich glaube nicht, dass er das packt. Ja, ihr seht schon. Der Motor ist komplett durch. Wenn du so einen Sandsturm hast, siehst du... Ja! Trevor! Mann! Ich sag's doch! Oh mein Gott, Trevor, steig aus! Du hast hoffentlich einen Fallschirm dabei! Trevor! Steig aus! Komm, Junge! Zieh durch! Ich weiß nicht, landet er jetzt im Wasser? Wo ist er denn? Oh mein Gott, der hat so Glück, dass die Rotoren... Yo! Alter, okay, geht's dir gut? Ist alles gut? Oh nein, das ist sein Haus, Leute. Sein Haus wird vom Sand überschwemmt. Oh mein Gott, ich glaube auch Franklins Haus wird mittlerweile von Sand... Das ist mittlerweile auch über seinem Apartment. Er ist überschwemmt. Alter. Yo, was ist das für ein schneller Zug? Oh mein Gott. Vielleicht war der Zug unstoppbar. Aber ihr seht, Leute, wie heftig das aussieht einfach. Stell dir vor, Leute, es würde so auch so eine Sandmod geben würde, wo diese Sand auch immer höher steigt. Und ihr müsst einfach irgendwo immer höher klettern in GTA 5, um diesen Sandsturm zu überstehen. Das ist wie in dem Film, richtig geil. Okay, ja, er sucht den einzigen Zufluchtsort. Die verschollene Mine. Und das eignet sich jetzt als Bunker. Hat das Trevor selber gemacht? Oh mein Gott. Ey, frag mich nicht, wie Trevor das geschafft hat. Aber der Typ ist ganz anders krass drauf. Der ist wirklich krass. Okay, hier haben wir eine Tür. Aha. Wo führt das denn hin? Alter. Ey Leute, bis jetzt muss ich sagen, unfassbar gute Arbeit. Also wirklich, checkt das Video gerne, Leute, über die Beschreibung aus. Und lasst jetzt gerne ein Abo da. Und lasst gerne ein Like da. Und vergesst nicht, Leute, zu abonnieren, damit ihr nichts verpasst. Ich würde sagen, jetzt halte ich meine Klappe. Und jetzt machen wir weiter. Okay, weiter geht's. Alter. Wir haben jetzt hier... Es sieht so aus, als würde der Sandsturm ein bisschen weniger werden. Nein, nein, ich nehme alles zurück. Ich nehme alles zurück, Leute. Der Sandsturm wird nicht weniger. Nein. Yo. Was ist für ein Auto? Ist das... Wer fährt das Auto gerade? Ist das Trevor? Ne, Junge! Wenn du einen Sandsturm siehst... Halt an! Alle müssen stehen bleiben! Alle müssen anhalten. Oh Mann. Ja, das ist das Haus, das neben Trevors Haus war. Das heißt, Trevors Haus überschwemmt. Franklins Apartment. Michael und so sind wahrscheinlich im Flugzeug noch. Und jetzt ist... Der Sandsturm hat sich gelegt. Und schaut euch das Chaos mal an, was das verursacht hat. Naja, ich würde sagen, wenn man einen ganzen Tag buddelt, könnte man Trevors Haus vielleicht freiräumen. Das ist Rons Haus. Rons Haus ist auch überschwemmt. Okay. Ich dachte, es ist über bis zu Franklin gekommen, aber
Offensichtlich hat es überstanden. Yo, das wird eine Weile dauern, bis Los Santos wieder aufgebaut wird. Also, mit der Menge an Sand kannst du eine eigene Insel bauen. Oder du kannst den Sand... Oh ja. Oder du kannst den Strand vergrößern damit. Oh nein, der ist eingesperrt, oder? Ich glaube, der kommt da nicht raus. Trevor? Nein. Was macht er jetzt? Are you joking? Oh mein Gott. Kommt er da jetzt raus? Ich weiß nicht, was das ist, aber sieht mir nach einem Panzer aus. Ich glaube, das ist ein Panzer. Ja. Kommt er da raus? Das ist jetzt die große Frage. Das ist ein sehr guter Schacht. Sehr großer Schacht, muss ich sagen. Und da hinten? Okay. Krass, wo ist er denn? Hä? Was war das denn für ein Ausgang? Wo ist das in Los Santos? Das ist San Fierro! Das ist San Fierro aus GTA San Andreas! Wie ist das denn? Trevor! Ey! Geh doch in die Stadt. Ist doch schöner. Ja. Was meinst du dazu? I love this place! Ja. Und das ist das Flugzeug mit Michael und Amanda. Und wo landen die? Ach, die fliegen wieder zurück nach San Fierro. Mit British Airways. Okay. Aber Freunde, die Map von GTA San Andreas hat sich eigentlich auch ganz gut gehalten. Krass, dass man das auch in GTA 5 einfach machen kann. Ah, also die ziehen jetzt alle aus Los Santos, weil die Stadt jetzt lost ist. Boah, Freunde, Alter, was für ein Ende. Ich muss zugeben, ich finde die Story gar nicht mal so schlecht. Ich fand das wirklich richtig interessant zu sehen. Vor allem, ich habe keine Ahnung, wie er das gemacht hat. Natürlich bestimmt mit Premiere Pro oder After Effects gearbeitet, aber auch die Mods, die da alle dafür installiert hat, ne? Ey, ganz großen Respekt auf jeden Fall an Painkiller Pill, der das Video gemacht hat. Link zu ihm in der Beschreibung. Freunde, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Morgen geht's auf jeden Fall wieder weiter mit GTA. Lasst gerne ein Like da, falls es euch gefallen hat. Versuchen wir, Leute, wieder 5000 Likes auf diese Episode zu schaffen und lasst jetzt gerne ein Abo da. Freunde, es geht weiter und es kommen noch neue Verlosungen am Start. Deswegen abonniert jetzt, Leute. An Weihnachten wird es was Krasses geben. Wir sehen uns im nächsten Video. IDZock ist raus. Haut rein, Freunde, und ciao.